So, da bin ich wieder, meine Werkstatt wie immer. Und diesmal haben wir hier ein Getriebeteil. Und bei diesem Getriebeteil, ja, das geht momentan noch. Hier sieht man es auch. Das haben wir wieder reingesetzt. Da ist hier hinten was gebrochen. An dieser Stelle. Und dadurch lässt sich der Schlitten, der hier drin ist, lässt sich nicht bewegen. Das heißt also, manchmal schiebt der raus. Und das muss jetzt repariert werden. Da sieht man das ganz genau. Der bewegt sich da raus. Und normal ist hier so eine, das ist eine Lagerschale, da ist das drin und das ist gehalten. Und auf der Seite ist das weggebrochen. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden das jetzt hier demontieren und dann werden wir das Teil entweder erneuern oder dementsprechend wieder instand setzen. Und das werde ich jetzt mal eben machen. So, jetzt habe ich die Teile hier abgenietet. Und hier sehen wir das Teil, was defekt ist. Hier kann man das einfach rausschieben und das soll nicht so sein. Das soll dann eigentlich da heile sein. Ja, wir werden das jetzt entweder wieder festmachen oder eben halt Neues machen. Und das mache ich jetzt mal eben fertig und dann zeige ich gleich, wie das aussieht. So, das Bauteil haben wir jetzt befestigt. Das habe ich also folgendermaßen gemacht. Ich habe das jetzt also hier gestiftet und jetzt war das Teil noch immer abgebrochen, aber das ist jetzt nicht mehr schlimm. Das heißt, das spielt auch gar keine Rolle. Und man kann also sehen, hier, das ist also richtig fest. Da bewegt sich nichts mehr. Ja, jetzt brauchen wir nur noch beigehen und das Ganze wieder zusammenzusetzen. Das heißt, wir müssen das hier nochmal eben ein bisschen ausbessern hier. Das mache ich mal eben. So, jetzt haben wir das hier auch dementsprechend wieder gerade gemacht. Wir haben jetzt eigentlich unsere ganzen Bauteile zusammen. Dieses hier, wie gesagt, ist also fest. Das lässt sich jetzt hier auch nicht mehr lösen. Das haben wir in dem Bereich hier, haben wir das eben halt genietet, Stift reingesetzt. Das ist also fest. Dann haben wir hier unsere Unterschale, das Gestänge. Da müssen wir gucken, dass wir das richtig rum reinbauen. Das muss nämlich so rum rein. Dann kommt der Stifter durch. Das Ganze wird wieder eingesetzt. Müssen wir nochmal eben gucken, ob das auch gleich alles ganz locker geht. Das wird funktionieren. So, diesen müssen wir hier auf die Mittelposition stellen. Ja, und dann können wir anfangen, das Ganze wieder zusammenzusetzen. Das kommt da ja rein. Das kommt da drauf. Dann checken wir das. Und das ist der Dorn, der da reinkommt. So, das machen wir jetzt mal eben zuerst, dass das wieder zusammenkommt. Den setzen wir hier einmal durch. Ach, nee, das geht so nicht. Ich werde das mal eben dann auf dem Amboss nieten. Und ich wollte euch das zeigen. Was machen wir mal eben auf dem Amboss? So, der ist da wieder durch, da kann man das sehen. Das funktioniert wieder einwandfrei. Der lässt sich jetzt auch nicht mehr lösen. Jetzt brauchen wir hier nur das Teil wieder einsetzen. Ja, da muss ich noch mal eben was berichtigen, das mache ich noch mal eben. So, und zwar war da der Niet war hier
nicht richtig versenkt. Deswegen ging das nicht so, wie das sollte. So, das haben wir auch richtig. Muss ich dann noch mal eben noch einmal mit der Feile rüber. So, jetzt passt das aber auch. Ja, jetzt passt das. So, jetzt kann das ganze Teil dann wieder rein. Das heißt, wir müssen hier die Mittelstellung haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann müsste das jetzt ja hier so ungefähr passen. Können wir das Ganze einmal kontrollieren. Das geht auch. Also wichtig dabei ist, dass der Zapfen immer von Anschlag bis Anschlag läuft. Macht er, macht er. Gut, so, dann ist es so, dass wir das Ganze auch einnieten können. Mal eben Kontrolle. Ja, gut, so, das niete ich mal eben ein und dann zeige ich gleich mal, wie das aussieht. So, jetzt haben wir das wieder hier eingenietet. Sieht letztendlich genauso aus wie vorher auch. Ja, und das ganze Teil funktioniert wieder. Man kann das auch mit Druck machen, richtig jetzt hier. Das hält also noch mehr als vorher, unsere Nieten, die wir da jetzt drin haben, die Stifte. Wenn Sie mal sowas haben, schicken Sie uns sowas rüber. Wir machen Ihnen das gerne fertig. Das ist auch in wenigen Sachen gemacht. Selbst wenn irgendwas komplett kaputt ist, können wir diese Teile wieder erneuern.